fühle ich mich wirklich wieder wie früher, ohne Hose vor der Kamera. Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich bin Silvi und heute reden wir endlich über Secondhand Fashion. Ich persönlich bin eine absolute Secondhand Hunterin geworden und ich lebe es. Und heute zeige ich euch meine liebsten Teile, die ich die letzten Jahre ergattern konnte. Ich erzähle euch, wie ich sie ergattern konnte und auch, ob sich das meiner Meinung nach ehrlich rentiert, wenn man größere Größen hat und Secondhand shoppen möchte. Secondhand hat natürlich den unschlagbaren Vorteil, dass es, glaube ich, so der nachhaltigste Weg ist, Klamotten zu ershoppen. Und wenn man darauf ein bisschen achten will, ist das natürlich ein Weg, um auch so ein bisschen trotzdem seine Modelust zu befriedigen. Das Schönste finde ich am Secondhand neben diesem nachhaltigen Shoppen ist der Punkt, dass man eben einzigartige Teile findet mit Geschichte. Also man hat Teile, die jetzt nicht jeder Hans und Franz trägt, und diese Teile haben auch eine Geschichte hinter sich. Heißt, jemand hat dieses Stück getragen wahrscheinlich und hat damit Dinge erlebt, und das macht es irgendwie sehr nostalgisch und irgendwie schön und irgendwie auch romantisch. Ich weiß auch nicht, ich liebe es. Das einzige Argument, was ich so kenne, was mir immer entgegengebracht wird, wenn es um Secondhand-Mode geht, ist das Argument, dass Menschen es scheinbar eklig finden, wenn man gebrauchte Kleidung kauft und die von irgendwelchen fremden Menschen ist. Da denke ich mir immer so, Leute, habt ihr davon gehört, dass man Wäsche waschen kann? It's easy as that! Und damit kommen wir auch zum heutigen Kooperationspartner Everdrop. Everdrop ist eine nachhaltige Marke mit vor allem Reinigungsprodukten. Mein liebstes Produkt von Everdrop ist eben das Waschpulver. Damit wasche ich meine Wäsche tatsächlich schon über ein Jahr lang. Ich bin sehr zufrieden. Was mich an diesem Produkt neben der Nachhaltigkeit noch gecatcht hat, war der Fakt, dass das Waschpulver individuell zusammengestellt wird, je nachdem, an welchem Ort man wohnt, weil die Kalkhaltigkeit des Wassers ja überall unterschiedlich ist. Das Schöne ist, dass alle Produkte dort ohne Plastik kommen, also alles ist in Papier verpackt und man kann das dann eben in Behälter füllen. Entweder hat man schon welche da, dort bieten sie natürlich auch welche an. Und der Sinn ist natürlich, diese Behälter immer wieder zu nutzen und das Produkt dort abzufüllen, sodass man eben so wenig wie möglich Verpackungsmüll hat und Plastik schon mal gar nicht. Das finde ich auf alle Fälle schon mal sehr lobenswert. Und neben dem Waschpulver gibt es auch noch andere Produkte, wie zum Beispiel Küchenreiniger, Badreiniger oder auch Glasreiniger und relativ neu auch den WC-Reiniger. Das Ganze mischt man selber an, entweder in Form von Tabletten oder Pulver. Wenn ihr das Ganze selber mal probieren wollt, gibt es aktuell ein Probierpaket mit Probiergrößen. Das heißt, ihr könnt euch selber überzeugen. Und Everdrop hat auch einen kleinen Rabattcode für euch, und zwar Silvi10. Damit könnt ihr 10% sparen. Es gibt auch seit neuestem Naturkosmetik bei Everdrop. Die habe ich aber selber noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Die Info gebe ich einfach mal raus. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich wie immer in der Infobox und auch nochmal alles zusammengefasst. Und jetzt zeige ich euch meine liebsten Secondhand-Pieces. Es gibt gewisse Klamottenarten, die kann man besonders gut Secondhand shoppen und Thrift shoppen. Und dazu gehören vor allem Jacken. Ich habe ganz viele Jacken aus dem Secondhand-Store, eigentlich fast nur, weil ich finde, Jacken ist so das Kleidungsstück, was man wirklich am allerbesten im Secondhand kaufen kann. Meine neueste Errungenschaft ist eine Lederjacke aus der Männerabteilung für sage und schreibe 2 Euro. Das weiß ich noch so genau, weil das einfach ein ganz frischer Kauf ist. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ich muss die mitnehmen, weil sie einfach ultra cool ist. Und ich würde auch kein neues Leder kaufen, aber ich finde, wenn das in einem Flohmarkt oder in einem Secondhand-Universum ist, finde ich, das ist was anderes. Wenn man darunter relativ enge Sachen anhat, und so finde ich das echt ziemlich nice, weil sie halt so bikermäßig aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass man die auch noch so ein bisschen aufwertet, indem man hier noch so Nieten oder irgendwie was dran macht oder Buttons. Das finde ich auch cool. Sie ist natürlich ein bisschen zu groß, aber ich lieb's. Ich habe ja unten drunter jetzt echt nichts weltbewegend Aufregendes an, aber trotzdem ist es irgendwie ein cooler Look. Am liebsten hätte ich hier hinten noch so mein Gang-Logo drauf, so Hexenkessel. Das ist übrigens unser Podcast, wenn ihr den noch nicht kennt. Kleine Werbung am Rande. Meine absolute Lieblingsjacke ist dieser rote Mantel. Ich weiß nicht, ob manche von euch noch Pretty Little Liars kennen. Das war so mit 19, 18 meiner Lieblingsserie. Und irgendwie erinnert mich dieser Mantel auch krass an A. Für alle Leute, die diese Serie kennen, werden wissen, was ich meine. Das Geile bei Secondhand ist, dass die oftmals so einen Schnitt haben, den man heutzutage sehr selten noch findet.
Der hat so ganz leichte Puffärmel, mag ich sehr gerne, und geht unten ein bisschen weiter nach außen. Das heißt, man hat hier wie so eine A-Form nach unten. Der Mantel ist jetzt gerade frisch aus der Wäsche gekommen. Der strahlt auch noch immer so schön rot. Das ist so ein schönes Himbeerrot. Es gibt ganz unterschiedliche Rotfarben, finde ich. Ein bisschen zu groß, dieser Mantel, aber ich mag das gerne, wenn es ein wenig oversized ist, bei allen Klamotten fast immer. Dass der so ein bisschen zu groß ist, ne? Also man könnte den auf alle Fälle hier noch so ein bisschen enger machen, weil von der Seite und so ist das schon so ein bisschen sackig. Finde ich persönlich ja nicht so super schlimm. Aber ich hatte schon überlegt, ob ich den Mantel mal zum Schneider oder zur Schneiderin bringe und den einfach ein bisschen enger mache. So, aber ansonsten lieb ich den, die Farbe ist halt Hammer. Dieser Mantel hat Größe 44 und ich glaube, beim Secondhand-Shoppen achte ich fast nie auf die Größe. Also natürlich, wenn da jetzt eine XS ist, dann passe ich da nicht rein. Wenn das jetzt eine XXXL ist, passe ich da rein, aber dann sieht es halt nicht so dolle aus. Ich glaube auch, wenn man Secondhand shoppt, merkt man, dass so die ganzen Größenbezeichnungen oftmals einfach auch ziemlich, ja, unterschiedlich sind. Da hatte ich ja auch schon einfach ganz viele Videos drüber gemacht vor Jahren. Aber eine Größe 44 würde mir wahrscheinlich genauso passen wie eine Größe 40. Zum Beispiel habe ich auch so eine Cape-artige Jacke oder Mantel, wie auch immer. Das Cape is looking like that. Ich liebe, liebe, liebe die Farbe, der so ein bisschen creme, grau, cremeartig ist. Und ich muss mal gucken, was der für eine Größe hat, weil ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es steht auch gar nicht drin. Und wie ihr seht, macht man das auch nicht so normal zu, sondern das gibt es bei heutigen Jacken, glaube ich, gar nicht mehr. Aber das sind so Haken. Die rastet man so ineinander ein. Aber da kommen wir auf alle Fälle zu dem Punkt Größen. Ich finde nämlich, man findet im Secondhand-Store alles an Größen bis Größe 48 oder so. Ich glaube, darüber wird es dann schwer. Ich finde, Größe 44 zum Beispiel ist so eine Größe, die total oft im Secondhand-Store vorkommt. Zumindest bei den Sachen, die ich immer an Ausbeute dabei habe und finde. Ich finde die schon ziemlich nice. Die ist auch ein bisschen oversized auf alle Fälle. So, wenn es kälter wird im Herbst, jetzt nicht im tiefsten Winter, würde ich sagen. Aber wenn man so richtig dick eingepackt ist, kann man schon mal machen. Und die hat auch wirklich krasse Schulterpolster. Da hatte ich auch schon überlegt, ob ich die rausnehme, weil ich die ein bisschen too much finde. Aber aktuell sind sie noch drin. Neben Lederjacken und Trenchcoats oder Capes könnt ihr auch meiner Meinung nach sehr gut Jeansjacken in Secondhand-Stores ergattern. Eine geile Levi's Jeansjacke. Auch ein bisschen oversized, aber ihr wisst ja mittlerweile, I like that. Meine hier ist tatsächlich aus Paris. Ich gehe auch immer in anderen Städten gerne in Secondhand-Stores, einfach weil das nochmal aufregender für mich ist. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Ich habe die im September sehr häufig getragen. Ich habe die ja auch aus Paris, aus meinem schlimmen Paris-Kurztrip. Ich muss auf alle Fälle nochmal nach Paris. Das war mein erstes Mal in Paris. Ich dachte ja früher immer, ich fahre mit meiner großen Liebe nach Paris. Deswegen habe ich mir das aufgehoben, bis ich 29 war. Und dann war ich in Paris, dachte mir, fuck it, ich fahre da jetzt ohne große Liebe hin. Ja, und dann war es ein ganz schlimmer Trip. Ich wurde beklaut. Und die habe ich auch ganz günstig, ich glaube für 12 Euro oder so geschossen. Die Jacke auf alle Fälle nochmal in Paris ausführen. Es gibt ja auch einen Zug, der fährt nach Paris, ne? Ist gar nicht so weit, wie man denkt. Zumindest von Köln. Das ist auch so ein Kleidungsstück, was man jetzt nicht unbedingt neu kaufen muss, weil es davon einfach so viel schon in Secondhand-Shops gibt. Bei einem ähnlichen Kleidungsstück kriegt man, finde ich, auch richtig gute Teile. Und das sind Blazer. Wenn ich einen Blazer brauche, gehe ich auch straight in den Secondhand-Store, weil ich weiß, da finde ich die geilsten Blazer. Mein absoluter Lieblingsblazer, den ich schon wirklich so oft getragen habe, dass das schon fast mein Markenzeichen sein könnte, ist dieser übernice Leo-Blazer. Dieser Blazer hier ist wahrscheinlich mein absolutes Lieblingsteil aus meinem gesamten Kleiderschrank. Also ich liebe ihn so, so sehr. Es ist auch Größe 44, ist also leicht oversized bei mir. Aber ich liebe den. Ich liebe den Schnitt. Der hat hinten einfach so ein, ja, wie so ein Pinguin-Schlitz, finde ich. Weiß nicht, wie groß meine Liebe für diesen Blazer ist, aber ihr werdet sehen. Der wertet wirklich jedes Outfit auf. Klar, es ist ein Leo-Look und so, aber ich liebe Leo. Die Leute lieben entweder Leo oder sie hassen es. Es gibt irgendwie nichts dazwischen, ne? Keiner glaubt mir das immer, wenn ich sage, der ist Secondhand, aber die besten Blazer findet man einfach Secondhand, genauso wie Jacken. Also ich finde, die neuen Blazer in den Läden sind meistens nicht so schön wie in Secondhand-Stores. Also hier an der Seite sind so Schlitze, hier hinten. Und hier kann man den auch so schön hochraffen.
Und der ist sehr, sehr schön geschnitten. Also so A-förmig unten auch läuft da aus. Und also wenn ich einen Blazer jemals kreieren sollte, würde ich ihn genauso machen wie diesen. Ist der beste. Kommen wir zum nächsten Kleidungsstück, was man richtig gut in Secondhand-Stores shoppen kann. Und das sind Blusen. Blusen jeglicher Art, egal ob man jetzt eine weiße Basic-Bluse sucht oder aber auch eine besondere. Das mag ich ja am allerliebsten, dass es da eben so besondere Teile gibt. Ihr könnt ja gerne auch mal euren liebsten Secondhand-Store in eurer Stadt oder in eurer Gemeinde, wie auch immer, in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann man sich dann untereinander auch ein bisschen austauschen, wo es die besten Secondhand-Stores gibt. Weil ganz oft sind das so Geheimtipps, die man eher so sich über Mund-zu-Mund-Propaganda weitergibt, finde ich. Eine Bluse, die ich auch richtig, richtig gern mag, ist diese hier. So, finde ich, sieht die halt nicht so geil aus, aber ich mache das sowieso immer so, dass ich meine Sachen meistens in die Hose reinstecke. Ist übrigens auch Größe 44. Ein bisschen offen, zugeknöpft mag ich es meistens nicht, vor allem bei Blusen nicht. Also Größe 44 ist zum Beispiel kein Problem bei Secondhand-Läden, meiner Meinung nach. Bis 48 sehe ich da auch öfter noch Sachen. Darüber wird es, glaube ich, schwieriger. Aber ich bin auch gespannt, was ihr so für Erfahrungen gesammelt habt, falls ihr mal in Secondhand-Stores wart. So ist es perfekt. Man könnte natürlich das jetzt auch öffnen, aber da sieht man die schönen Knöpfe dann nicht mehr so schön. Könnte man hier noch so hochkrempeln, wenn man wollen würde. Aber ich finde es eigentlich auch schön, wenn das so unten ist. Irgendjemand von euch hat geschrieben, ich würde damit aussehen wie eine Moderedakteurin, die ein dramatisches Liebesleben hat. Seitdem ziehe ich die Bluse noch lieber an, Leute. Ein weiteres Kleidungsstück, was man wirklich sehr, sehr gut in Secondhand-Stores findet, sind Pullis. Der ist von Adidas, genau. Also Markensachen findet man auch im Secondhand-Store für günstige Preise. Die Größe steht hier leider nicht dran, aber es ist halt einfach voll der besondere Pulli, finde ich. Also hier unten sind die Schnüre sind hier unten zwar raus, man könnte da jetzt neue reinmachen, wenn man das wollen würde. Aber ansonsten ist es einfach ein sehr besonderer Pulli, eine sehr besondere Farbe und auch sehr bequem. Auch für mich ein weiterer. Ich chill zu Hause und gucke Netflix und Sky und Amazon Prime Pulli. Habe ich alle Marken genannt? Ja, gut. Pulli habe ich tatsächlich in Barcelona oder so vor 2 Jahren ergattert. Das ist einfach ein Zelt, aber ich liebe dieses Zelt. Das sind mittlerweile meine Souvenirs aus dem Urlaub. Okay, jetzt aktuell auch nicht, aber früher. Secondhand-Ergatterung. In anderen Ländern und Städten. Ich liebe es. Das ist mein kleiner Ich-bin-zu-Hause-Sonntagspulli, den ich über alles liebe. Der ist so bequem, so kuschelig und irgendwie so schön. Ich mag den sehr gerne. Und er erinnert mich auch an Barcelona. Kommen wir zur letzten Kategorie, was man meiner Meinung nach gut im Secondhand-Store kaufen kann oder ergattern. Und das sind Taschen. Meine allerliebste Bauchtasche ist zum Beispiel auch aus dem Secondhand. Ist auch noch so ein Taschending drin für so ein ganz altes Handy. I love it, von Windsor. Das scheint eine Marke zu sein. Ich kenne sie nicht. Genauso wie auch so Omi-Taschen. Die findet man in Secondhand-Stores auch zu Genüge. Ich muss sagen, ich liebe das sehr. Und das hier ist zum Beispiel meine allerliebste Omi-Tasche, die ich auch sehr, sehr gerne und sehr oft trage. Ich glaube, die ist sogar auch aus Paris. Dinge, die man, finde ich, so mittelmäßig in Secondhand-Stores ergattern kann. Wobei, das kommt, denke ich, auch auf den Figurtyp an. Aber ihr könnt es euch vielleicht denken. Röcke. Jetzt fühle ich mich wirklich wieder wie früher, ohne Hose vor der Kamera. Aber diesen Rock zum Beispiel liebe ich über alles. Das ist ein Moschino-Rock sogar. Den habe ich online in einem Secondhand-Store ergattert. Also es gibt auch Online-Secondhand-Stores. Das war während des ersten Lockdowns, glaube ich. So, ja nicht übrigens. Ich bin gestern hardcore auf die Bahngleise gefallen, weil ich mit dem Schuh hängen geblieben bin. Das war dramatisch auf alle Fälle. Zurück zum Rock. Das ist der Moschino-Rock, den ich online gefunden habe. Und ich mag den sehr gerne. Der hat hier so ein paar Stellen, die sind so ein bisschen abgeschrammt schon. Aber es ist halt auch Secondhand. Aber ich finde es halt null schlimm. Man sieht es auch nicht. Und es könnte auch zum Look gehören. Kommen wir zur letzten Kleidungsstückkategorie. Ihr könnt es euch schon denken. Und zwar Hosen. Jetzt fühle ich mich endgültig wie früher. Ich finde es generell schwer, Hosen zu ergattern, die passen. Wir wissen es alle, ich habe ein komplettes Format draus gemacht. Ich finde es schwierig. Ich habe aber eine Hose hier, die ich über alles liebe. Und zwar ist das diese hier. Es ist halt keine Jeanshose. Die Hose ist natürlich auch Geschmackssache. Ich liebe die sehr. Ich finde, die hat was von Freaky Friday.
Hier seht ihr auch, selbst ich habe eine Hose im Secondhand gefunden. Ich hoffe, es werden noch mehr aus dem Secondhand. Es ist natürlich immer das schwierigste Kleidungsstück, das wissen wir ja. Aber das hier ist auf alle Fälle eine meiner Lieblingshosen, die ich sehr, sehr gerne trage. Und eben Secondhand. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen dazu motivieren, vielleicht selber mal in den nächsten Secondhand-Store zu gehen. Ich bin gespannt, welche Lieblings-Secondhand-Stores ihr in eurer Stadt habt. Also gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese mir die dann durch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ich verlinke euch hier mal weitere Videos und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss, Leute.